Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 17. August 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, vielen Dank für die vielen Begrüßungskommentare gestern. Das Internet ist ja doch ein recht anonymer Ort oftmals und so habe ich mich sehr gefreut, weiß ich, dass ihr da seid und dass das Interesse an den Tageshoroskopen weiterhin da ist, hoch ist. Und das motiviert natürlich auch, hier weiterzumachen. Auch besonders, weil wir auch eine astrologisch gesehen spannende Woche vor uns haben. Zum einen ist es so, dass am Freitag Uranus rückläufig wird. Dann sind alle langsam laufenden Planeten rückläufig. Jupiter, Saturn, dann Uranus, Neptun, Pluto, Chiron. Mond-Knoten-Achse ist ja immer rückläufig. Und das bedeutet, wir sind jetzt ganz klar dann noch stärker in dieser Rückläufigkeitsphase, wo es im Grunde darum geht, die Ereignisse, die in den Wochen und Monaten vorher geschehen sind, zu verarbeiten. Da ich jetzt schon teilweise an den Berechnungen für September, sowieso Oktober arbeite, wird es dann zum Oktober hin werden, die Planeten dann wieder direktläufig werden und dann geht die Entwicklung weiter. Also jetzt gilt es im Grunde auch individuell wie kollektiv gemachte Fehler oder Dinge, die wir besser machen könnten, zu erkennen und zu korrigieren, um es dann beim nächsten Durchlauf einfach besser zu machen. Zum Wochenende hin kommen ja, also am Sonntag sind ja einige besonders interessante Konstellationen. Am Sonntag ist ja der Vollmond zum zweiten Mal im Wassermann. Er findet dann genau an der Zeichengrenze statt zwischen Löwe und Jungfrau. Und dann wird ja auch am Sonntagabend dann die Sonne in die Jungfrau wechseln. Da schaue ich aber diese Woche noch mal viel genauer natürlich drauf. Bedeutet aber auch, dass wir so zur nächsten Woche hin eine noch mal veränderte Grundenergie haben. Also sollten wir diese Tage jetzt auch nutzen. Gestern ist ja bereits, habe ich ja im gestrigen ersten Tageshoroskop ja erwähnt, gestern ist ja Venus in die Waage gelaufen, wo sie jetzt heute schon im zweiten Grad recht stabil sitzt. Venus in der Waage fördert ja die Gerechtigkeit, zumindest ein Gefühl, ein Bauchgefühl für Gerechtigkeit. Hoffen wir, dass sich das auch in der Außenwelt zeigt. Liegt ja letztlich auch mit an uns, dass wir die Dinge, die wir gerne haben möchten, dass wir die auch individuell einbringen. Sprich, irgendwie jeder, der für sich persönlich zum Beispiel die Gerechtigkeit oder eine vertiefte Begegnungsfreudigkeit ausstrahlt, auslebt, fördert ja dieses Prinzip auch in der Außenwelt dann. Zum Mond vielleicht. Die Sonne ja hier bereits schon in den letzten Graden des Löwen. Ich erwähnte es gerade, der Mond im Feuerzeichen Schütze heute im zweiten Tag. Der Mond wird morgen früh um 7:58 Uhr in den Steinbock wechseln. Dann wird die Grundenergie ihm vielleicht ein bisschen ernster. Heute mit Mond im Schützen doch eine sehr, zumindest vom Mond her, sehr bewegliche Stellung. Der Mond im Schützen möchte ja immer gerne ja in Bewegung kommen, körperlich und geistig. Stillstand, Rückschritt. Zu langes Grübeln, zu starkes Konzentrieren auf eine Sache ist nicht seine Angelegenheit. Dagegen spricht allerdings so ein bisschen auch diese oder beißt sich so ein bisschen damit hier die Konstellation von Merkur und Mars in der Jungfrau. Beide treffen sich am frühen Donnerstagmorgen, die natürlich genau für das Gegenteil stehen, nämlich für präzises Analysieren, auf den Punkt hinarbeiten. Den Wunsch nach Perfektionismus. Und heute ist die Sonne im Löwen, läuft sie ins Quinkungsaspekt, 150 Grad Aspekt zum Pluto. Ein Nebenaspekt, aber nichtdestotrotz befinden sich Sonne und Pluto halt im gleichen Grad. Sonne im 25. Grad Löwe,
Pluto im 25. Grad Steinbock, dahe des Quinkungs. Dieser Aspekt ist heute Nachmittag um 15.31 Uhr exakt und bedeutet eben auch hier eine Verbindung von Sonne und Pluto. Ist ja immer Sonne im Löwen, das Licht. Pluto steht ja so ein bisschen für die Dunkelheit, der Unsichtbare. Na, das heißt, hier kann Licht aufs Unsichtbare fallen, zeigt aber natürlich auch, auch gerade im Kollektiv, im Außen, vielleicht auch Unterdrückung, Machtkämpfe und alles Mögliche, was mit Ängsten und Druck zu tun hat. Psychologisch die Chance, eben Licht ins Dunkel zu bringen, uns die eine oder andere Schattenseite von uns selber oder von bestimmten Ängsten uns anzuschauen, auch in der Begegnung mit anderen zu sehen. Es ist ja manchmal leichter, die Schatten des anderen zu sehen als die eigenen. Haben wir hier die Möglichkeit, da Licht reinzubringen. Auch könnte so bis zum späteren Nachmittag hin daher sehr, auch ein sehr intensiver Tag werden, gefühlt. Ja, morgen dann der zunehmende Mond. Wie gesagt, Sonntag ist Vollmond. Der zunehmende Mond wechselt morgen früh dann in den Steinbock. Und der Mars. Waren wir ihn in der Jungfrau? Mars wird dann morgen ein Quinkungs machen hier zum Chiron. Auch ein Aspekt der Mars sowieso in der Jungfrau hat sehr viel mit Gesundheit auch zu tun. Also Mars in der Jungfrau ist ja in gewisser Weise die aktive Aufforderung, uns aktiv mehr um innere Integration, aber auch um die Zusammenhänge von Psyche und Körper zu kümmern, also etwas mehr, etwas für unser Wohlfühlen, für unsere Gesundheit, für unsere Wellness zu tun. Und hier kann Mars morgen im Quinkungs zu Chiron auch einmal anregen, wo hier was zu tun ist, wo Schmerzen sind, wo vielleicht auch langfristig Dinge zu heilen wären oder wo es vielleicht auch Bereiche gibt, die nicht so schnell zu heilen sind. Vielleicht ganz gut, das mit der Zeit mal zu beobachten, wie wirksam eigentlich hier dieser Quinkungsaspekt ist. Auf jeden Fall sind auch dann morgen Mars und Chiron so ein bisschen zusammengebunden. Genau, ich glaube, das ist es so ziemlich für heute. Schauen wir noch mal. Genau. Ja, am Abend, der Abend, das vielleicht noch, der Abend sicherlich. Viel harmonischer als über den Tag hinweg. Ne, die Sonne, der Mond läuft dann ins Trigon zur Sonne, Sonne-Mond-Trigon in den Feuerzeichen. Er erwähnte es gestern schon mal wieder, wird es erst wieder kurz vor Weihnachten geben. Und daher die Möglichkeit, den Abend harmonisch zu gestalten, mit Mond im Schützen, immer am besten auch so ein bisschen die Metaebene, so die Sinnhaftigkeit des Lebens mit einzubringen, beziehungsweise sich darüber Gedanken zu machen, welchen Sinn eigentlich mein Leben macht. Ja, ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag, freue mich, dass ihr dabei seid. Bis morgen und tschüss.